Here is a world of communication, bringing together all people in a new era of understanding. Es war im Jahre 70, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen. Es war im Jahre 70 des vergangenen Jahrhunderts, als der US-Autor Alvin Toffler den Begriff Information Overload kreierte, der einige Zeit darauf als Informationsüberflutung im deutschen Wortschatz landete. 38 Jahre später wünscht sich so mancher Zeitgenosse seufzend die Informationsdürre des Jahres 1970 zurück, als ein Spiegel-Abo noch den Gipfel der Informiertheit darstellte. Andere wiederum tauchen geradezu lustvoll in die Infofluten und navigieren Einhandseglern gleich durch Faktenstürme und Datenströme. Für diese sportlichen Infonauten hat der Hamburger Entwickler Frank Westphal eine kleine Navigationshilfe gebastelt und die stellt er uns nun persönlich vor. River ist erstmal eine Nachrichtenseite, so ähnlich wie Google News, nur dass Blogger entscheiden, welche Stories auf die Titelseite kommen. Konzeptionell dahinter steckt ein sogenannter Meme-Tracker, der beobachtet, über welche Themen die deutsche Blogosphäre oder die deutschsprachige Blogosphäre, muss ich sagen, gerade spricht. Also auf welche Artikel, Beiträge, Themen wird die Aufmerksamkeit gelenkt. Zum Start, das war im März diesen Jahres, war River ein reiner Link-Tracker, der sich also angeguckt hat, wer linkt auf welche anderen Artikel. Seit ungefähr 8 Wochen ist River ein reiner Meme-Tracker, der nicht nur die Links verfolgt, sondern auch schaut, welche anderen Leute reden über das gleiche Thema. Es muss also nicht direkt verlinkt, sondern es wird versucht zu vernetzen, was eigentlich nicht vernetzt war. So ein Meme-Tracker macht eigentlich aus dem Netz sowas wie eine Mailingliste. Ich habe eigentlich so ein Thread, dass ich halt eben sehe, hier ist der Beitrag und hier sind die anderen, die sich darauf beziehen. River muss dazu in die Einträge selbst reingucken und bedient sich dann so ganz einfacher Mechanismen der künstlichen Intelligenz. Also ich muss dann halt einen Graphen aufbauen, ich kann darüber sehen, über eine lexikalische Analyse, worüber spricht derjenige, das ist alles noch sehr stark in den Kinderschuhen. River ist ganz am Anfang gestartet, das war im Januar. Nach ungefähr 5 Tagen Entwicklung habe ich das bei mir auf meinem eigenen Rechner laufen lassen, den Bot. Ursprünglich mit 7 Blogs bin ich gestartet. Die waren quasi die Saat für den Crawlerlauf. Und anhand von diesen 7 Blogs und den ausgehenden Links hat River dann weitere Blogs gefunden. Es sind mittlerweile ungefähr 2.500 oder sowas. Wobei die Qualität nicht besser wird, wenn man mehr Blogs crawlt. Das ist schon so, dass da sich auch das Law of Diminishing Returns zeigt. Es ist halt das Paradox, wenn man denkt, dass man halt bessere Stories findet oder dass die Qualität steigt. Das ist halt nicht der Fall. Da mittlerweile die Information zunimmt und gleichzeitig die Aufmerksamkeit, die wir diesen einzelnen Informationen schenken, immer weiter abnimmt, fühlen sich eben viele Leute gestresst. Ich denke, dass die Alpha-Geeks letztendlich gerade die ersten sind, die diese Informationsflut spüren und dafür Mechanismen suchen, um dieser Informationsflut zu entkommen. Also wir sind eigentlich die Ersten, die dafür Lösungen suchen. Das wird irgendwann die ganze Gesellschaft treffen. Wir sind eben die Ersten, die sich selbst informieren, die sich selbst ihre eigenen Medienkanäle, die sie benutzen möchten oder die sie nutzen wollen, selbst zusammensuchen, die aggregieren. Und ich habe über einen Aggregator eben auch die Möglichkeit, Dinge zu finden, die ich eigentlich gar nicht gesucht habe. Also ein bisschen so ein Serendipity-Moment. Die einzige Art und Weise, in den River reinzukommen, ist, indem ich von jemandem, der schon drin ist, empfohlen werde durch einen Hyperlink. Nur indem jemand einen Spam-Blog oder mehrere Leute einen Spam-Blog verlinken würden, nur so würde River auf Spam aufmerksam werden und das eventuell, wenn es auch noch thematisch passt, aufnehmen. Aber das ist bisher nicht vorgekommen und wenn der Mechanismus so bleibt, dann bin ich davor resistent. River macht ja letztendlich eigentlich nur sichtbar, welches Verhalten sowieso schon vorhanden ist. Und ich denke, dass sich in der Blogosphäre eigentlich das gleiche soziale Gefüge abzeichnet wie in der Gesellschaft auch. Es gibt da eben die Leitmedien oder die Meinungsführer. Sieht man ganz klar, dass Spreeblick und Wirres und dass die einzelnen Blogs alle ihre kleinen Anhängerschaften haben. Und dass, wenn
dort neue Beiträge erscheinen, dass automatisch immer wieder die gleichen Stimmen sich zeigen. In vielen Fällen denke ich, dass sich eben dass die Sachen eigentlich nur deutlicher werden, dass sie schon immer vorhanden waren, aber dass River sie jetzt zum ersten Mal zeigt, dass man jetzt eben sieht, welche Leute erst relativ spät auf ein Thema aufspringen. Oder manchmal sieht man eben auch sehr schön, wie dann eben Heise oder Spiegel erst nach wenigen oder nach vielen Tagen Themen aufgreift, die in der Blogosphäre schon lange durch sind. Und dann aber in der Blogosphäre dahinter wieder so ein Echo produzieren von Leuten, die die erste Phase nicht mitbekommen haben, dann dort nochmal wieder aufspringen. Das sind schon Sachen, die waren, glaube ich, schon immer vorhanden, die werden jetzt durch River sichtbarer. Letztendlich besteht so ein bisschen die Gefahr, wie bei Google auch, das ist ja auch ein relativ innovationsfeindlicher Algorithmus, dass Seiten, die sowieso schon gut gerankt werden, schnell oben auftauchen, dann wieder stärker flinkt werden. Das gleiche haben wir jetzt mit der Wikipedia, das war, glaube ich, auch der Grund, warum Google eben jetzt oder den Wikipedia-Konkurrenten da in den Start geschickt hat. Man muss wahrscheinlich schon irgendwann Mechanismen finden, die dafür sorgen, dass eben die Sachen gleich verteilter sind. Dass Sachen, die sowieso schon sehr stark präsent waren, dass sie nicht noch stärker gepusht werden. Das stimmt schon, ja. Natürlich ist es so, dass eben bestimmte Themen sich immer wieder wiederholen. Dass die deutsche Blogosphäre immer noch sehr stark unter dieser Selbstreferenzialität leidet, dass sie deswegen nicht aus dieser Nische rauskommen und dass vielleicht sogar die lautstärksten Blogger in Deutschland so ein bisschen auch dafür der Grund sind, warum das Medium einfach nicht aus den Puschen kommt in Deutschland. Ich glaube, dass die Blogtechnik selbst sich eben mittlerweile etabliert hat, dass sie genau eben das darstellt, wie das Web schon immer sein wollte, also sowohl Blogs als auch Wikis. Das war ja eigentlich die ursprüngliche Vision. Und dass ja eben mittlerweile eben auch viele Amateure, halt Leute, die eben leidenschaftlich bei dem Thema sind, das meine ich also mit der größten Anerkennung, eben über ihre Themen schreiben können. Und deswegen glaube ich eben, dass halt viele von den Blogs, die in 4, 5 Jahren erfolgreich sein werden, die gibt es heute noch gar nicht. Ich glaube, dass es eigentlich jetzt erst wirklich losgeht. Nur halt diesem kleinen Blog muss eben auch die Sichtbarkeit geschaffen werden, weil von alleine werden die halt eben auch in ihrer Nische bleiben. Und dann haben wir halt eben die Weinkenner unter sich und wir haben die Leute, die eben sich um die Weiterbildung kümmern unter sich und so weiter. Aber gerade diese Querbefruchtung eigentlich zwischen den verschiedenen Disziplinen ist eigentlich das, was die meisten eben vorwärts gebracht hat. Und auch River führt uns einmal mehr und nahezu unvermeidlich zu der Frage, was ist eigentlich Web 2.0? Web 2.0 ist, wenn sogar dein Geldautomat YouTube-Videos anzeigt. Vielen Dank. Das, liebe Zuschauer, war es auch schon wieder für heute. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine inspirierte Woche. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Spieler in einem Spiel. Das Tor ist torlos und der Preis Bewusstheit. Der Ball ein Text. Oder Schweigen. Jede wirkliche Flanke wird erst im Tor, siehe torlos, einhändig beklatscht oder in Geschichtsbüchern mit fremden Gefühlen belegt. Vereinsbildung auf dem Spielfeld wird mit Mitgliedschaft bestraft und findet unter Einfaltung der Öffentlichkeit statt.